bin die Elisabeth, bin gebürtige Kärntnerin und habe 2 Drittel meines Lebens im Ausland verbracht. Habe jetzt die letzten 10 Jahre das BIN-Institut aufgebaut, sehr viel Forschung und Studien gemacht, um die optimale Palette an Behandlungen und Therapien für unsere Klienten zu finden. Das BIM-Institut steht für Gesundheit, mehr Lebensfreude, mehr Lebensqualität und vor allem Wohlfühlen im eigenen Körper. Wir haben in den letzten 10 Jahren unter der Leitung von Universitätsprofessoren und Ärzten eine Palette von Therapien und Behandlungen entwickelt, die alle individuell auf den Klienten abgestimmt werden. Es wird sichtbar und messbar gemacht, wie die Behandlung wirkt. Und da haben wir in den verschiedensten Bereichen wie Schmerztherapie, Rücken-, Nacken-, Nervenbeschwerden bis hin zur Stressreduktion, aber auch jetzt das Neueste, das Abnehmen ohne Jojo-Effekt, ohne Mühe und ohne Diät, mit reinem Premium-Mentaltraining eigentlich eine sehr runde Palette, damit wir Menschen sehr effektiv und schnell helfen können. Ich wurde mehrmalig und immer wieder gefragt, ob ich nicht dieses tolle Konzept und diese Möglichkeiten, wie man Schmerzen ganz einfach loswerden kann und ganz viele Probleme lösen kann, jeglicher Art, nicht nach Kärnten bringen könnte. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, wie das funktionieren soll, weil das in Kärnten natürlich das Zurückkommen auch immer ein wenig schwierig ist, denke ich, wenn man kein Netzwerk hat und das auch erst aufbauen muss. Und durch die Comeback-Initiative und das Netzwerk der Comeback-Initiative habe ich dann sehr, sehr schnell Fuß gefasst und konnte in Villach im Backhotel eine Gemeinschaftspraxis aufbauen und jetzt auch mobil in Kärnten unterwegs sein und diese Dienste anbieten. Ich rate Menschen, die gerne wieder nach Kärnten zurückkehren wollen, dass sie sich bei der Initiative für Kärnten melden. Dort gibt es ein riesiges Netzwerk und tolle Unterstützung, um rasch Fuß zu fassen in Kärnten.